Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Staffel von Alles Zukunft. Die vierte Staffel, mein lieber Mike. Genau, es ist die vierte Staffel. Ja, und wir hatten einen etwas längeren Sommerurlaub, so kann man sagen. Jetzt ist so langsam bald schon Herbst. Ja, der Herbst wirft sein Licht voran, wie man so sagt, oder seine Schatten voraus. Wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da für euch. Genau. Und starten jetzt in die vierte Staffel mit euch gemeinsam. Und vielleicht schauen wir erstmal auf die letzte Staffel zurück, weil da kann man sagen, die lief richtig gut, ne? Ihr habt uns sehr, sehr fleißig gehört. Genau, die lief gut. Wir sollten es jetzt nicht beschreien, weil das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Und die lief etwas unter Durchschnitt. Aber dennoch ganz okay, aber insgesamt war das doch ganz gut und vor allem da, wo die spannenden Themen waren, da hat man gemerkt, okay, das wurde nochmal geteilt von Leuten. Und bei der letzten Folge haben wir gemerkt, ihr braucht eine längere Pause von uns. Ja. Und das haben wir natürlich gehört und deshalb haben wir das genau gemacht. Wir haben da voll die Antennen für. Ja, das stimmt. Wir nerven nicht einfach. Also ein Teil von uns hat Antennen für so Gefühle und sowas. Ja, wir sagen jetzt zweiter Teil vielleicht eher nicht so. Okay, wollen wir jetzt darüber streiten, wer hier der... Das geht zu tiefgehend in unsere Beziehungs... zwischenmenschliche, whatever. Also, wir sind in der neuen Staffel und wir wollen die neue Staffel nicht direkt mit einem Streit anfangen, weil das folgt vielleicht noch später in der Folge. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie du so auf die Themen siehst, die wir gleich aufwerfen. Aber Mike, du willst erstmal einen kurzen Sommerrückblick machen und natürlich rein thematisch. Rein thematisch, genau. Weil dir das Thema so wichtig ist. Der Sommer ist mir als Thema wichtig. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich da bei einer Podiumsdiskussion sein werde. Im Europäischen Haus in Berlin, von Malte Gallet organisiert. Und das ist nun passiert und wir verlinken das in den Shownotes, also man kann sich das auch noch angucken, das Video. Und das war eine sehr spannende Geschichte, da ging es um globale Menschenrechte und queere Rechte. Und da war ein Menschenrechtsanwalt aus Uganda, nämlich der Solomon, und eine Poetin, die aus dem Iran stammt, und Künstlerin, die auch auf vielen Veranstaltungen da ist, gerade jetzt nach dem ersten Jahrestag der Ermordung von Mahsa Amini im Iran, sehr viel unterwegs ist. Und wir haben darüber gesprochen, wie das aussieht, gerade mit reaktionären Rollbacks in der Welt und gerade die Perspektive Europas, welche Verantwortung wir da haben. Und da waren noch andere Leute aus verschiedenen afrikanischen Staaten. Das hat auch sehr viel Resonanz bei Menschen aus afrikanischen Staaten hervorgerufen, die natürlich eine große Hoffnung darin haben, dass wir in Europa auf ihrer Seite stehen. Und es war eine sehr berührende Veranstaltung und eine, die, ja, wo ich gern dabei war. Und ja, ich hoffe, dass auch danach Leute sich das, was insbesondere Solomon oder Mina auch sagen, noch angucken werden und zu Herzen nehmen werden und dann auch mitnehmen. Genau. Aber es war ein Tag vor dem CSD in Berlin und passte ganz gut. Sehr schön. Ja. Also es ist ein kleiner Werbeblock am Anfang von dem, was in der Pause passiert ist. Der Sommer war auch durchaus mit einigen politischen Dingen voll und sehr kurz. Ja, und Mina Khanim war da? Genau. Ja, cool. Die habe ich auch schon kennengelernt persönlich. Eine sehr beeindruckende Kämpferin für Menschenrechte. Sehr beeindruckende Arbeit, die sie da vollzieht. Kann man auf Twitter sehr gut verfolgen, auf Instagram. Da ist sie sehr aktiv und wirklich bringt immer einen spannenden Einblick. War ja auch auf einem kleinen Parteitag bei uns in NRW damals. Und genau, und auch hier vor Ort bei unserem Queerempfang in Bochum. Genau, also der Max Lux war auch dabei. Mhm. Der Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer auch, aber über Max Lux hat sie natürlich dann auch viel Kontakt dann auch zu uns und war eine spannende Diskussion. Cool, sehr schön. Mhm. Und jetzt haben wir schon einen Rückblick gewagt, so kann man es nennen. Und jetzt wollen wir aber auch nochmal drauf schauen, wie läuft es eigentlich gerade so auf Bundesebene und im Speziellen, wie schlägt sich eigentlich so die Ampel? Und da so ein paar Schlaglichter drauf werfen, weil...
Ja, die Umfragen sind super. Ja, die toll. Bundesregierung, also ja. 1A, muss man schon sagen. Ja, und das. Also auch eine klare parlamentarische Mehrheit bei der Sonntagsfrage, muss man, und die Zufriedenheit und das Vertrauen ist großartig. Riesig. Ja, riesig, ja. Genau. Ja. Da gehen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf ein. Jetzt wollen wir aber erstmal drauf schauen. Funktioniert Ironie eigentlich im Podcast? Das muss man ja, okay. Branden. Ja. Ja. Aber das ist mir ja egal. Mach mal einen Jingle rein. Du kannst ja erzählen, was du willst. Ja, okay. aber wir wollen vielleicht später erst auf die Downside schauen und so ein bisschen drauf schauen, was läuft so richtig schief. Aber jetzt wollen wir einen kleinen Blick drauf werfen. Es gibt eine Halbzeitbilanz des Koalitionsvertrages. Ja. Die ja erstellt wurde und die von der Bertelsmann Stiftung erstellt wurde. Und da kann man sagen, die lässt hoffen und die sagt vor allen Dingen, dass ganz, ganz viele Projekte im Koalitionsvertrag, Projekte und ja Themen teilweise oder schon voll umgesetzt wurden. So. Und das lässt zumindest darauf hoffen, dass die Koalition trotz all dem, was so in den letzten Monaten in den Medien war, was Arbeitsfähigkeit und so weiter anging, schon eine gewisse Arbeitsfähigkeit beweist, zumindest in den Themen, die sie aus dem Koalitionsvertrag umsetzt. Ja, und das angesichts der Tatsache, dass als der Koalitionsvertrag beschlossen wurde, wir ja noch nicht im Krieg waren, also beziehungsweise noch kein Krieg in Europa war, also mit all den Konsequenzen, gerade was Energieversorgung betrifft, was wirtschaftliche Probleme betrifft. Angesichts dessen ist die Tatsache, dass man sich überhaupt dann noch was umsetzt, schon ganz gut. Mhm. Wie gesagt, die negativen Seiten kommen dann später. Warum das trotzdem anders wirkt. Ja. Ja, aber ich bin ja ein totaler Optimist. Ja, bist du. Stoße ich jetzt erstmal vor und schaue auf die tollen Seiten dieser Koalition und auf die Erfolge, so kann man es glaube ich auch ausdrücken, dieser Koalition. Denn von den, also die Bertelsmann Stiftung, vielleicht erstmal zur Halbzeitbilanz überhaupt, wie sie gemessen haben und was da jetzt hintersteckt. Insgesamt gab es im Koalitionsvertrag laut Bertelsmann Stiftung oder die diese Studie gemacht haben, 453 Koalitionsversprechen. Damals aus dem Koalitionsvertrag von 2021. Und davon sind in Prozent 31% voll erfüllt, 7% teilweise erfüllt und 12% 12% im Prozess und 14% sind angegangen. Das heißt, bisher nicht erfüllt von diesen Koalitionsversprechen sind 36%, was für so eine Halbzeit einer Koalition sich erstmal schon nicht schlecht anhört. Ja, hört sich nicht schlecht an. So. Und wenn wir so ein bisschen vielleicht auf die Schlaglichter schauen, was alles geschafft wurde. Wir alle erinnern uns, der Angriffskrieg auf die Ukraine, Angriffskrieg auf die Ukraine Russlands, der ja die Ukraine heimgesucht hat und damit die Weltordnung und Weltfriedensordnung ja nicht nur ins Wanken, sondern auf in eine ganz neue Zeit geführt hat, ja. Und nicht im positiven Sinne, glaube ich. Der hat natürlich viel verursacht, auch hier in Deutschland, auch in Europa. Und wir können aber sagen, dass Deutschland neben den USA stärkster Unterstützer der Ukraine ist, was Waffen angeht, was Budget angeht. Also wir sind wirklich da sehr, sehr gut dabei und können da sagen, dass wir versuchen, mit die Friedensordnung und mit Frieden wieder in die Ukraine zu bekommen und vor allen Dingen, dass die Ukraine gegen Russland diesen Krieg gewinnt. Das, was dieser Krieg auch noch verursacht hat, ist eine große Energiekrise in ganz Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland, weil wir uns in den letzten Jahrzehnten extrem abhängig gemacht haben von russischen Gasexporten, vor allen Dingen Gas und Öl. Und da kann man sagen, wir haben sowohl die Energiekrise bewältigt, so, als auch
trotz dessen den Umbau zu erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben. Wir haben den Turbo angeschmissen, was die Erneuerbare angeht. Wir haben große Verhinderungsmechanismen bei den erneuerbaren Energien aus dem Weg geräumt durch Vereinbarungen, die wir in der Koalition getroffen haben. Und dadurch kam es jetzt wirklich dazu, dass die Erneuerbaren extrem im Aufwind sind und extrem stark ausgebaut werden. Mhm. Und das eben trotz dieser schweren Energiekrise, die wir damals hatten. Genau, letztlich ist das ja die einzige Möglichkeit, diese Unabhängigkeit auch langfristig voranzutreiben, nämlich dass man generell vom Fossilen weggeht. Und das ist natürlich in einer solchen Konstellation schwieriger zu bewerkstelligen, als wenn man sagt, okay, jetzt machen wir gemütlich mal so einen Transformationsprozess sozusagen. Und jetzt haben wir erstmal Ersatz für die Fossile kurzfristig bekommen muss, ja, durch andere fossile Energieträger. Durch Kohle und Gas. Mhm. Genau, und die aus anderen Regionen auch teilweise bekommt, die auch nicht ganz astrein sind. Mhm. Und aber auf der anderen Seite guckt, dass man möglichst bald was nicht nur klimaneutral wird, sondern auch energieunabhängig. Und dass man die Gasproduzentinnen oder Gasenergieproduzentinnen eben auch schnell umrüsten kann auf Wasserstoff. Genau. So, ne? Also das sind wir auch angegangen. Und man muss sagen, die Koalition hatte damit zwei Herausforderungen zu kämpfen. Die eine Herausforderung, dass in den letzten 2 Jahrzehnten ungefähr extrem viel liegen geblieben ist, ja, was den Ausbau an erneuerbaren Energien angeht. Und der zweite Part ist eben, dass uns ein riesiger Energieträger aus Russland weggebrochen ist und wir den jetzt erstmal kurzfristig auch mit Kohle und Gas aus anderen Regionen, wie du sagst, und Öl teilweise auch ersetzen mussten, was natürlich jetzt nicht ein urgrüner Gedanke ist, den wir da umsetzen mussten. So, aber ich glaube, wir haben dieses Land gut durch die Energiekrise gebracht. So, und bei all dem, was Expertinnen damals gesagt haben, als dieser Angriffskrieg stattgefunden hat und in den folgenden Monaten, dass wir in eine starke wirtschaftliche Rezession reinsteuern. Unsere Industrie und Schwerindustrie, die ja vor allen Dingen auch in NRW sehr, sehr stark angesiedelt ist, zusammenbrechen wird. Das ist alles nicht passiert. Wir haben riesen Entlastungspakete geschnürt, wo man in Teilen sagen muss, sind die immer so angekommen, wie sie ankommen sollten? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Haben sie geholfen? Wahrscheinlich ja. Einen großen Teil der Bevölkerung. Haben sie immer zielgenau geholfen bei den Menschen, die es wirklich gebraucht haben? Auch da in der Eile der Zeit war das nicht immer so einfach umsetzbar. Aber man kann sagen, Energiekrise hat uns zumindest nicht in eine schwere Rezession geführt. Genau. Wenn wir weg vom Thema Angriffskrieg auf die Ukraine, der natürlich immer noch alles beherrschende Thema in der Politik ist, hin zu anderen Erfolgen dieser Koalition oder anderen abgeschlossenen Koalitionsversprechen oder angestoßenen Koalitionsversprechen schauen, dann fällt da vor allen Dingen eines auf, vor allen Dingen, wenn wir auf das Thema Wirtschaft gucken. Wir haben nämlich das Chancenaufenthaltsrecht auf die Beine gehoben. Das zeigt jetzt endlich, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deutschland braucht Einwanderung für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft auch. Und die Bleibeperspektive für Menschen, die hierher kommen, sind auf andere Beine gehoben. Also es gibt endlich Bleibeperspektiven. Es gibt Programme, wo Menschen einen Bleibestatus erlangen, dadurch, dass sie eben bei uns arbeiten, dass sie Teil der Gesellschaft geworden sind. Und ich glaube, dieses Chancenaufenthaltsrecht ist ein Riesenpart, den wir da geschaffen haben und ist enorm wichtig für die Zukunft und den Wohlstand, für die Wohlstandssicherung, die wir in Deutschland brauchen. Genau. Ich bin ja Vorsitzender vom Integration- und Gleichchancenausschuss und wir hatten das diese Woche auch als Thema. Wie sieht die Umsetzung des Chancenaufenthaltsrechts bei uns aus? Das Chancenaufenthaltsrecht heißt, dass wenn du 5 Jahre in Deutschland geduldet warst bis zu einem Stichtag, ja,
dass du dann die Möglichkeit hast, über das Chancenaufenthaltsrecht einen dauerhaften Titel zu bekommen. Mhm. Das heißt, dass du dann dich ausweisen kannst, also deine Originaldokumente zur Verfügung stehen. Das heißt, dass du nicht straffällig geworden bist. Mhm. Und das heißt, dass du über das das politische System in Deutschland Bescheid weißt, die demokratische, freiheitlich-demokratische Grundordnung akzeptierst und verteidigst und Deutsch auf A2-Niveau sprichst. Mhm. Also, genau. Und das ist bei uns im Kreis so, dass die Ausländerbehörde hat die Leute angeschrieben. Genau, das müssen wir vielleicht noch dabei sagen, du bist Ausschussvorsitzender bei dir im Kreis Herford, genau. Und das betraf einige hundert Leute und übrigens die Person, die davon profitiert, die am längsten da lebt seit 1994 da. Also das sind Leute, die so lange geduldet sind und keine wirklich dauerhafte Perspektive haben. Und haben die Leute angeschrieben, es haben sich einige selbst gemeldet, auch Leute, die gar nicht berechtigt waren, die wurden dann halt abgelehnt, weil sie noch zu kurz da sind. Aber bei uns ist das im Kreis tatsächlich so, dass das Kommunale Integrationszentrum und die Behörde eng zusammenarbeiten, dass auch bei den Leuten, die nicht antworten, dass sie danach haken, dass sie die nochmal anschreiben, dass sie antelefonieren, damit möglichst niemand durchs Raster fällt. Ich finde das einen sehr schönen Ansatz und deswegen, da ist die kommunale Ebene auch wichtig, was die Umsetzung betrifft, weil vielen Leuten ist gar nicht klar, was für eine Chance das für sie liefert. Ja. Und das ist ein guter Ansatz. Was jetzt passieren soll, ist ja auch die Erleichterung der Einbürgerung, generell erleichterte Arbeitseinwanderung in Deutschland. Zusätzliche Zweistaatlichkeit, also ein modernes Einwanderungsrecht, was natürlich einige dann auf die Palme bringt, Teile der Opposition. Aber das, was letztlich, muss man sehen, also über die nächsten Jahrzehnte brauchen wir einige Millionen Leute, um wirtschaftlich mithalten zu können. Und die kriegen wir nicht alle selbst gezeugt. Nee, so. Das können wir vielleicht in Richtung den Braunen im Parlament sagen. Das funktioniert so nicht. Genau. Ja. Und von daher ist das schon mal ein guter Ansatz. Und also ich fand das die Vorstellung vor ein paar Tagen im Ausschuss ziemlich gut. Und ich finde es auch sehr gut, dass die Behörden da so zusammenarbeiten, dass es jetzt nicht irgendwie zur Verhinderung geht, sondern also beispielsweise auch so Fragen wie, also man braucht ja seine originalen Ausweisdokumente. Es gibt einige Staaten, die geben einem die nicht, ja. Und die Behörden wissen genau, welche Staaten das sind. Dass die Leute auch unterstützt werden bei der Frage, wie sieht's aus mit einem Besuch in der Botschaft? Gibt's durchaus bei einigen die Angst, dass sie da nicht mehr rauskommen, ne? Ja. So und so weiter und so fort. Und da gibt's durchaus Unterstützung und Hilfe für diese Leute. Und das ist auch vollkommen richtig so. Man muss sagen, NRW ist ein, wenn wir jetzt auf NRW-Ebene schauen, ein riesig vielfältiges Land durch Einwanderung der letzten Jahrzehnte, ja, durch den Kohlepott, der viele Menschen hierher gebracht hat, ja, durch die Schwerindustrie, die hierher gekommen hat, meine Familie ebenso, genau. Und dieses Chancenaufenthaltsrecht und das demnächst auch kommende neue Einwanderungsrecht, was wir in Angriff nehmen, das zeigt eben endlich, Deutschland ist Einwanderungsland. Und es ist gut so, dass Deutschland Einwanderungsland ist, denn wir brauchen diese Menschen für unsere Gesellschaft. Und die tragen einen riesen Part, haben das schon in den letzten Jahrzehnten, einen riesen Part für den damals wirtschaftlichen Aufschwung gebracht in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und tun das jetzt weiterhin und übernehmen ganz, ganz wichtige Aufgaben für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, dem sollten wir Respekt zollen und froh sein, dass diese Menschen hier sind und sie in unserer Mitte aufnehmen. Und genau. Das schafft dieses Recht eben jetzt endlich. Ja, und NRW hat das sehr geprägt. Mhm. Und deswegen unter einer schwarz-grünen Regierung übrigens, ne? Auch mit die letzten Jahrzehnte da. Nein, aber mitgeprägt und gerade die Schwarzen haben sich, was das Chancenaufenthaltsrecht angeht, hier in NRW
sehr progressiv gezeigt. Ja, okay. Und ich finde, das kann man da schon mal dazu sagen. Genau. Gut, dass der Parteivorsitzende aus NRW kommt und das gerne mitnimmt. Das ist ja leider nicht so der Fall, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere. Das ist auch nicht unser Thema. Von daher müssen die sich das abklären. Ja. Können ja nach Georgien in Tiflis gucken. Was wir des Weiteren geschaffen haben, wir haben einen nur leichten wirtschaftlichen Abschwung in diesem Jahr prognostiziert. Trotz Energiekrise, trotz Angriffskriegs und den damit folgenden Auswirkungen hier in Deutschland und trotz auch Corona-Krise, die wir ja auch noch hatten in den letzten Jahren, trotz dieser Krisen haben wir es geschafft, dass mit diesen Schwerindustrien, die unsere Wirtschaft nun mal in Deutschland prägen, wir nur einen leichten wirtschaftlichen Abschwung haben und prognostiziert für nächstes Jahr es auch wieder bergauf geht, was die Wirtschaft angeht. Das heißt, auch da haben wir es geschafft, stabil in einer Zeit zu bleiben, die nicht leicht ist, dort die Wirtschaft stabil zu halten und am Laufen zu halten, gegen alles Unken der Opposition, die sich da gerade drauf stürzen. Und da kann ich nur entgegnen, wenn man einen Scherbenhaufen hinterlässt, dann ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, nicht in jede Debatte populistisch reinzugehen, sondern mal zu überlegen, was für einen Anteil habe ich eigentlich an den ganzen Themen, die jetzt gerade so auf die gerade so Thema sind, und vielleicht manchmal ein bisschen kleinlauter und manchmal ein bisschen zurückgenommener bei den ganzen Themen, die man so in den letzten Jahrzehnten hinterlassen hat. Genau, und da wir ja sehr viel im Sauerland gehört werden, gehe ich mal davon aus, dass das bei auf offene Ohren stößt, was du gerade gesagt hast, bei einer gewissen Person. Ganz sicher. Wir haben das GEG beschlossen. Das sogenannte Heizungsgesetz. Das sogenannte Gebäudeenergiengesetz. Ja, das ist ja der normale Name. Ja, das ist der offizielle Name. Ne? Das sogenannte Heizungsgesetz oder der Heizhammer. Heizungshammer, genau. Wurde jetzt beschlossen, wurde nochmal überarbeitet vor dem Sommer und kam jetzt endlich in Umsetzung im Bundestag nach der Sommerpause. Ein riesiger Schritt, dass der Gebäudesektor dort nun auch endlich seinen Beitrag leistet, hin zu CO2-neutralen Energieversorgung und Wärmeversorgung. So, da gab es ja, wie du schon sagst, Heizhammer etc., große Diskussionen, die es auch in der Gesellschaft ausgelöst hat, weil es eben ein riesiges Thema ist, was natürlich in die Leben vieler oder aller Menschen, die in Deutschland leben, eingreift. So, aber es sind eben auch viele Unwahrheiten und Dinge, die so vielleicht nicht ganz so gestimmt haben, in den Umlauf gekommen. Aber man muss sagen, wenn wir da jetzt drauf schauen, das ist ja so ein bisschen im Übergang zum Thema Downside dieser Koalition. Da ist ja auch in der Koalition nicht alles ganz so glatt gelaufen und in der Diskussion und Kommunikation auch nicht immer alles so gut gelaufen, nicht wahr? Genau, also es sind ja zwei interessante Dinge passiert. Also zum einen ist das Unfertige, es ist so, dass so Gesetzentwürfe so in einer ganz frühen Phase an andere Ministerien geschickt werden, damit die mal drauf gucken. So ein Referent. Die Einwände reingeben können, so, damit die sagen können, boah, das lässt sich schwierig umsetzen, das sieht vielleicht ganz gut aus. Ja, genau. Da würden wir zustimmen und da vielleicht müssten wir nochmal entwickeln. Ja, oder bei dem Aspekt, das betrifft unseren Sektor dann auch und gucken auch. Da war ein Entwurf, wo sozusagen der soziale Aspekt, der jetzt ja dabei ist, also bis zu 70% Förderung von den Kosten und so weiter und so fort und auch eine Bremse, was die Umlage auf die Mieterinnen und Mieter betrifft. Und das war da noch gar nicht drin. So. Und dieser erste Entwurf wurde dann durchgestochen. Also auf Deutsch heißt, der wurde geleakt nach draußen. Und das Geile ist, dass die Kommunikation am Rande nicht mal dem entsprach, was in dem Gesetzentwurf stand. Also und unser Problem in der Koalition war, dass wir einen Koalitionspartner mit der FDP hatten, der sozusagen die Aufgabe der Opposition mit übernommen hat und darüber Dinge verbreitet hat, die jetzt auch nicht besonders der Wahrheit entsprachen. Und da saßen irgendwie
FDP-Fraktionsvorsitzende bei Markus Lanz und hat so getan, als würde Leuten die funktionierende Heizung aus der Wohnung gerissen. Ja, und das war ja das Bild, was da mit vermittelt wurde. Habeck kommt morgen bei euch rein, reißt die Heizung raus und ihr müsst dann eine teure Wärmepumpe einbauen. Und das entsprach ja nie der Tatsache. Und das war natürlich noch ein hausgemachter Fehler. Also, dass man beispielsweise die sozialen Aspekte immer gleich mit bedenken muss, damit man nie so eine Angriffsfläche bietet. Das ist aber auch eine Frage von Vertrauensbruch. Ja, trotz dessen würde ich vielleicht mal auf der Frage kurz draufbleiben. Soziales immer mit der ökologischen Transformation zu denken, denn soziale Transformation oder ökologische Transformation muss sozial sein, sonst funktioniert sie am Ende nicht. Und ich glaube, da können wir uns auch gut an die eigene Nase packen. Solche Gesetzentwürfe sollten immer von Anfang an klar gedacht werden. Mhm. Und vielleicht der zweite Part, wo wir uns an die eigene Nase packen müssten, sollten. Kommunikativ haben wir es trotz dessen auch nicht gut ausgeräumt. Nein. Ja, die ganzen Themen, die da aufgekommen sind und die Sachen, die eben Unwahrheiten waren, auch nicht klar ausgeräumt. So. Wir waren überhaupt nicht sprechfähig am Anfang und das war absolut suboptimal. Dazu kam ja noch das parlamentarische Verfahren, als es dann diesen Kompromiss gab am Ende, der ja ganz gut ist. Ist auch vollkommen richtig, dass man die kommunale Wärmeplanung voransetzt. Das heißt natürlich, dass erstmal die CO2-Einsparungen bis 2030 nicht so hoch sein werden, aber danach nachhaltig stärker. So, das führte dazu, dass man vor der Sommerpause sagt, okay, jetzt haben wir einen Kompromiss, jetzt beschließen wir das. Ja, es gab zwar schon Anhörungen in den Ausschüssen und so, aber es gab da durchaus bei einem CDU-Abgeordneten das Bedenken, dass er sich parlamentarisch nicht so ganz beteiligt fühlt. Es hat Bundesverfassungsgericht einen Beschluss gefasst. Ja, es könnte theoretisch sein. Es hat ja also nicht gesagt, es ist so, dass es ein wichtiger Part, ne? Genau. Das Bundesverfassungsgericht hat am Ende nicht entschieden, die Entscheidung steht noch aus. Ja, genau. Die offizielle, endgültige Entscheidung, ob das jetzt laut parlamentarischen Verfahren so richtig war, wie es gemacht wurde. Aber das Verfassungsgericht hat eben gesagt, ja, also wenn ihr es jetzt beschließt, dann könntet ihr das Risiko eingehen, dass es am Ende zurückgeholt wird. Genau, das könnte nämlich am Ende sein. Inhaltlich hat sich das Verfassungsgericht mit dem Gesetzentwurf überhaupt nicht beschäftigt. Mhm. Darum ging es nie. So, auf jeden Fall am Ende war es so, okay, es konnte nicht mehr vor der Sommerpause beschlossen werden, schließt man es halt danach. Und das beziehungsweise es hätte, ne, also lass uns da bitte genau bleiben. Es hätte vor der Sommerpause beschlossen werden können, aber das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, wenn ihr es beschließt, dann kann es eben sein, dass es zurückgeholt wird, weil das parlamentarische Verfahren eventuell nicht eingehalten. Genau. Und das ist, ne, also nochmal ein wichtiger Part. Das Verfassungsgericht hat nicht am Ende gesagt, ihr dürft das jetzt nicht beschließen. Nein, ich habe jetzt habe ich die Ampel gesagt. Wir haben entschieden, okay, wenn ihr das so sagt, dann sagen wir. Dann machen wir danach. Machen wir danach. Aber wir bringen es genauso ein, wie es so ist. Mhm. Ne? So. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich sehr viel dann auch von der Opposition, eigentlich von allen drei Oppositionsparteien oder Fraktionen, die Aussage kam, das geht ja nicht, dass das jetzt unverändert reinkommt. Das Verfassungsgericht hat doch gesagt. Und was ist das denn für ein Respekt vorm Parlament? Und am Ende war es dann der Union, hat es auch praktisch dagegen gestimmt, dass es sofort nach der Sommerpause eingebracht wird, weil man bräuchte ja noch mehr Beratungszeit. Was heißt denn Beratungszeit? Beratungszeit heißt ja auch, dass das Parlament mögliche Änderungen mit einfließen lässt. Und der Abgeordnete, der die Klage eingereicht hat, der wurde ja gefragt, ja, wird es denn aus Ihrem Reihen Änderungen wird es noch Änderungen an dem Gesetz geben? Und hat er gesagt, das liegt auch ein bisschen an uns. Ja, ich gehe davon aus, dass einige von uns, ich werde auch daran arbeiten, da Änderungsanträge einbringen werden. Wie viele sind denn am Ende gekommen, lieber? Null. Es gab keinen einzigen Änderungsantrag von der Union. Die Frage ist, wofür brauchen sie dann mehr Beratungszeit? Sie hätten auch die gesamte Sommerpause. Es ist ja so, dass man hat da 2 Monate Sommerpause. Das heißt ja nicht, dass man 2 Monate Urlaub machen muss. In der Zeit kann man ja auch mal einen Änderungsantrag schreiben als Fraktion. Das machen andere auch. Und das, also es war ja Zeit genug, da noch was einzubringen. Es kam nichts und jetzt mal ganz ehrlich, dann gab es dann vom parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion die Aussage in so einer parlamentarischen Debatte, ja, wir
unser Änderungsantrag war ihre Ablehnung, aber wenn man eh weiß, dass man dagegen stimmt, wofür braucht man dann mehr Beratungszeit? So, das parlamentarische Verfahren war dann insgesamt gesehen dann doch länger als normale, dadurch, dass eine Sommerpause dazwischen war und dann das danach abgestimmt war. Aber jetzt ist es abgestimmt und ja, jetzt schauen wir mal, wie es wird. Es gab schon die Ankündigung von unserem Fan aus dem Sauerland, dass wenn er dann Kanzler wird, dass das dann zurückgenommen wird. Viel Erfolg mit der absoluten Mehrheit. Sonst wird es, glaube ich, schwierig. Ja, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Robert stand jetzt bei mir noch nicht unten im Heizkeller. Da lief neulich jemand ums Haus, ja, der so ähnlich aussah. Ja. Genau, das war aber, glaube ich, unser Pfarrer. Ah ja, okay. Ja. Gut. Also man kann sagen, GEG ist jetzt beschlossen. Ist geschlossen. Wird jetzt kommen. Lief nicht immer ganz alles so reibungslos. Nicht so astrein. Aber ein großer Part zur CO2-neutralen Wärmeversorgung ist jetzt damit beschlossen. Genau. Wenn wir so ein bisschen drauf schauen, das GEG oder das Heizungsgesetz, wie es im Volksmund so genannt wird, das war ja nicht das einzige Thema, was schiefläuft in dieser Koalition, sondern wir haben ja vor allen Dingen auf der kommunikativen Seite und auf der Seite, wie geschlossen gehe ich in so eine Debatte als Koalition, ja auch ein paar andere Stolpersteine gehabt, so möchte ich sie nennen. Nicht wahr, lieber Mike? Ja, man nennt sie auch die Kubikis. Ja, vielleicht machen wir da jetzt nicht nur Namenwäsche, sondern man kann sagen, diese Koalition hat viel Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Ja. Das ist erstmal etwas, das muss man so annehmen, genau, und das muss man hinnehmen. Und klar kann man jetzt sagen, die Opposition verwirft sie oder überwirft sich auch gegenseitig in Populismus, in populistischer Opposition und jetzt nicht unbedingt in thematischer und inhaltlicher Opposition. Das ist vielleicht der eine Part, aber man muss sagen, diese Koalition überwirft sich jetzt auch nicht unbedingt in stringenter Kommunikation. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ich bin beeindruckt. Sagen wir mal so, sind ja auch sehr unterschiedliche Parteien dabei teilweise. Mhm. Und eine dieser Parteien ist jetzt nicht mehr in allen Landtagen vertreten. Und hatte auch streckenweise das Gefühl, wenn sie da jetzt nicht sichtbar ist als ein Part, der die anderen beiden ein bisschen auch ausbremst, dass das auch weiter so passiert. Und das ist natürlich dann eine schwierige Situation in der Koalition. Und gerade wenn es um soziale Themen geht, ja, also Thema Kindergrundsicherung, ja, also wo wir auch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was ist denn das und was soll das denn bewerkstelligen, dann ist es natürlich nur sehr verlockend, dann erstmal sozusagen für den Balkon zu spielen und seine eigene Position stark darzustellen und praktisch als derjenige dazustehen, der entweder etwas verhindert hat oder etwas ermöglicht hat gegen den anderen. Und ist etwas suboptimal. Gerade wenn man so die Haushaltsdebatten jetzt gerade ansieht, haben wir es ja so, dass der Finanzminister das Thema Schuldenbremse als sehr wichtig ansieht. Ja, also jetzt nicht mehr die Krise, in der wir sind, nicht mehr so drastisch ansieht, dass man sagt, okay, wir hebeln die Schuldenbremse aus wie im letzten Jahr, sondern die muss jetzt wieder eingehalten werden. Übrigens anders als viele andere Staaten auf der Welt. Also die USA pumpen massiv Geld in die eigene Wirtschaft. Also es nicht nur das auch zum Thema Klimaneutralität, aber auch zum Thema Belebung der eigenen Wirtschaft. Und die haben stärkeres Wirtschaftswachstum. Und das hilft durchaus. Und bei uns halt Sparhans dann am Werk. Und dann gibt's halt so Sparaufträge an die einzelnen Ministerien. Und dann muss man beispielsweise muss das Familienministerium, wo jetzt auch nicht viel Sparpotenzial ist, weil viele der Ausgaben, die haben, sind einfach festgeschrieben gesetzlich. Ne? Dann werden Sachen wie das Elterngeld ab einem gewissen zu versteuernden Einkommen gestrichen. Weil die Familienministerin Lisa Paus sagt, okay, ungern, aber das ist das, was am Sozial noch am verträglichsten ist. Ja. Und dann kommt wiederum von der Partei, die den Finanzminister stellt, sagt, nein, also dann lieber für alle sparen oder so. Oder
Das ist jetzt auch der falsche Ansatz. Und das, meine Opposition macht sowas ja gerne. CDU hat das in Haushaltsdebatten super hingekriegt. Auf der einen Seite zu sagen, also Schuldenbremse einhalten, Herr Lindner, also das machen Sie jetzt nur vorrangig. Also das hätten wir ganz gern ein bisschen mehr Spareifer. Und bei jedem Punkt, wo eingespart wird, sagen Sie, das ist die falsche Stelle, wo man einspart. Haben aber keine konkreten Gegenvorschläge. So. Wenn man es aus der Opposition, kann man sich das vielleicht noch leisten, aber innerhalb der Regierung ist das ein bisschen schwierig in der Kommunikation. Genau, du hast jetzt sehr viel auf die FDP geschaut, ja. Was sicherlich auch einen großen Part ausmacht, dass da drei verschiedene Parteien in dieser Koalition sind, die sich nicht immer ganz einig sind, was Schwerpunktsetzung und die aktuelle Krisenlage angeht und was man dagegen tun sollte. Das ja. Stimmt sicherlich. Jetzt ist das aber nicht der einzige Part, dass eine Partei, die gerade in Umfragen an den 5-6% knabbert, da eine Koalition so stark aushebelt, sondern man muss auch sagen, vielleicht schauen wir zuerst auf unseren zweiten Koalitionspartner der SPD. Ach, die sind ja auch noch wir da. Wir haben ne? jetzt auch einen stärksten Koalitionspartner laut Umfragen auch immer noch und die ja auch die Wahl gewonnen haben und ja auch den Kanzler stellen. Genau. Haben wir jetzt auch eine Partei, die sich nicht unbedingt dadurch rühmt, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, weittragende Vorschläge selbst einzubringen. Ja, war das jetzt diplomatisch? Man kann es auch so ausdrücken, sie sind für die Größe, die sie parlamentarisch haben, in der praktisch in den Auseinandersetzungen sehr unsichtbar. Ja, sie ziehen sich sehr, sehr leicht und sehr, sehr gerne auf die Moderationsrolle, auf die angebliche Moderationsrolle, weil wenn ich da so auf unsere Koalitionäre schaue und mit denen spreche, dann nehmen die diese Moderationsrolle nicht so richtig wahr. Und sie ziehen sich da sehr, sehr leicht auf diese Rolle zurück, weil es natürlich wahltaktisch auch klug ist, als der Part in der Regierung zu gelten, der so eine Koalition durch schwierige Zeiten durchmoderiert. Ja. Jetzt ist es aber so, dass in einer Koalition, wo so große Themen beschlossen werden und so große Themen angegangen werden, wie die CO2-Neutralität der Wirtschaft, wie den Umbau der Energie, wie ein Kriegsgeschehen in Europa. Wenn diese Themen behandelt werden, dann reicht es eben nicht unbedingt immer nur durchmoderieren zu wollen, sondern dann braucht es manchmal auch Vorschläge, wie man das machen möchte. Und darin rühmt sich die SPD nicht unbedingt immer. Ja, und vor allem, das ist ja ganz interessant, die haben ja einen Kanzler, der in vielen Dingen der FDP näher ist. Gerade bei diesen sehr langen Verhandlungen zu dem Klimapaket, was da bis mitten in die Nacht ging, da war das ja schon eine sehr rot-gelbe Balance gegen uns. Und ich glaube, dass die Rolle bei der SPD auch langsam zu Unruhe führt, weil das funktioniert ja nicht so. Also die Idee, da sind zwei, die streiten sich, dann wie die Kesselflicker und wir sind sozusagen die Neutralen, die staatsmännisch drüberstehen und am Ende salomonisch da irgendwas dann mit entscheiden. Das wird ja nicht gutiert, weil es macht ja auch komplett profillos letztlich. Der Kanzler ist sehr irritierend. Also dieses Haiti-Tai und seid mal nicht so pessimistisch und so. Es sorgt nicht gerade für Aufbruchstimmung, sorgt eher dafür, dass die Leute ein Gefühl haben, okay, der weiß, dass er jetzt nicht mehr lange Kanzler ist, also der genießt das noch so ein bisschen durch und danach kommt dann vielleicht was ganz anderes. Das ist etwas irritierend. Und also es fehlen, glaube ich, auch so ein bisschen vertrauensbildende Maßnahmen und die müssen stärker vom Kanzler kommen. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Das ist erstmal eine Dreierkoalition also es gab ja schon öfter Dreierkoalitionen, wenn man CDU und CSU auseinander nimmt, aber wer tut das schon? So,
Aber es ist eine Dreierkoalition und der, das ist, er ist der Kanzler mit der schwächsten Kanzlerpartei, die es jemals gab. Mhm. So, und das ist dann natürlich nicht einfach. Und da braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Geschick dafür. Ja, und jetzt haben wir sehr, sehr leicht und sehr, sehr viel auf unsere anderen Koalitionspartner geschaut. Ja. Lass uns doch vielleicht auch mal auf uns selbst schauen. Bei uns läuft doch alles super. Ja? Ja, findest du das? Nein, finde ich nicht. Aber ich wollte noch mal einen Satz zur SPD sagen. also nach dem Wahlsieg, ja, der einfach nur daraus sich entstand, dass man irgendwie, dass die Grünen dann geschwächelt haben in dem Moment und dass die Union unter der SPD gerutscht ist, aber war ja kein besonders starkes Ergebnis, was jetzt Richtung absolute Mehrheit ging. Aber danach zu sagen, wir brechen jetzt in ein sozialdemokratisches Jahrzehnt auf, war vielleicht etwas zu viel der Hybris am Anfang und das rächt sich danach. Aber dennoch, ich möchte das so nicht ganz stehen lassen. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Dennoch hat die SPD diese Wahl gewonnen und stellt damit auch zurecht den Kanzler. Ja, so. Das stimmt schon. Ob das jetzt daran lag, dass die beiden anderen KontrahentInnen ich möchte sagen, sehr stark geschwächelt haben oder an der Stärke der SPD, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber sie hat am Ende diese Wahl gewonnen und nimmt deshalb auch zu Recht die Kanzlerinnenrolle ein. Und Aber es hätte ein bisschen mehr Demut geholfen. Das ist etwas, was nicht bei uns liegt. Genau, was liegt denn bei uns? Bei uns liegt allerdings, dass wir jetzt, also wir Grünen jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, Debatten so zu führen, dass sie vielleicht nicht die ganze Welt mitbekommt. Meinst du? Meinst du das nicht? Wir sind halt transparent, ne? Das ist ja auch so. Kann man es natürlich nennen. Ja. Also, es ist so, dass in der Partei ein großes Bedürfnis liegt, über Dinge zu diskutieren und sich über Dinge auszutauschen, was ja erstmal ein guter Part ist für eine demokratische Partei, Dinge inhaltlich auszudebattieren und da zu versuchen, den besten Weg rauszufiltern. So. Was aber allerdings die Herausforderung dabei ist, was vor allen Dingen die Herausforderung dabei ist, wenn man das öffentlich tut und öffentlich zeigt, dass Führungsspitze und Partei vielleicht nicht immer bei Themen ganz so geschlossen sind, ist es natürlich manchmal auch etwas leicht gefundenes Fressen für unsere Gegnerinnen in der Demokratie und auch außerhalb der demokratischen Parteien, diese Meinungsverschiedenheiten dann auch zu nutzen, um zu zeigen, die Grünen sind ja so streitlustig. Komisch, das nehme ich anders wahr. Ich nehme das eher wahr, dass das zumindest bis zum Sommer das sehr gut funktioniert hat, zu sagen, streitbar nach innen, nach außen geschlossen. Das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Mhm. Bis zu dieser GEAS-Entscheidung, also mit diesem europäischen Asylsystem, wo auch in der Fraktions- und in der Parteispitze unterschiedliche Positionen noch wahrnehmbar waren. Aber das musste vielleicht auch passieren, weil das ja auch die unterschiedlichen Positionen in der Partei widerspiegelt. Wir haben, glaube ich, ein Problem, dass nicht klar ist, wo unser strategisches Zentrum ist. Und aber das schließt sich ja nicht zu meinen Aussagen aus. Das schließt sich nicht aus. Sehe ich das ein bisschen anders. So. Ja, das liegt jetzt in der Natur der Sache. Ja. Würde ich behaupten. Aber darüber können wir vielleicht ein anderes Mal noch eine Folge machen über Flügelkämpfe und solche Thematiken. Genau. Aber beispielsweise als das Thema Kindergrundsicherung war und das sogenannte Wachstumschancengesetz im Kabinett beschlossen werden sollte und Lisa Paus gesagt hat, nee, dem stimme ich jetzt mal nicht zu, ich blockiere das jetzt mal, solange ich jetzt nicht mehr für die Kindergrundsicherung rauskriege, war das natürlich ein ziemlich riskantes Spiel. Es hat auch nicht funktioniert. Man könnte auch sagen, ein vielleicht nicht, also sowohl strategisch als auch inhaltlich gesehen, ein ganz so kluges Spiel. Ja, kann man so sagen. Aber sie hat sich halt gedacht, und sie hat auch den Rückhalt von einigen Leuten gehabt, ich mache jetzt mal das gleiche Spiel, was sonst die FDP macht. Ja.
Genau, hat aber nicht den Rückhalt gehabt, auch gerade beim Vizekanzler, der sie öffentlich gerüffelt hat. Und das ist das Problem, dass wir, die FDP ist da ziemlich erfolgreich, was das betrifft, solche Dinge sehr brachial zu veranstalten, indem man Dinge blockiert. Unser Nachteil ist natürlich, dass die FDP erstmal nicht selbst so viel will, sondern wir wollen eigentlich mehr, und die haben die Chance mehr zu blockieren. Und wenn die das machen, dann machen die das geschlossen. Und bei uns funktioniert das halt nicht. Und das ist auch problematisch. Es gibt viele, die sagen, jetzt kriegen die auch mal die Blockade. Und man muss sagen, und das möchte ich vielleicht dazu gesagt haben, ne? Diese Kindergrundsicherung steht im Koalitionsvertrag. Mhm. Und deshalb gehört die natürlich selbstverständlich in Umsetzung und sollte auch die Kraft entfalten, die es bedarf in der Gesellschaft. Denn es kann nicht sein, dass Kinder am Ende am Existenzminimum leben und dadurch die Chancen dieser Kinder und der Familien nicht vorhanden sind in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, es braucht da ein Part des Umdenkens in dieser Koalition und in der Gesellschaft, dass wir sagen, wir müssen den Kindern von Anfang an die Chancen geben, Aufstieg in diesem Land zu an Aufstieg in diesem Land zu partizipieren, wie es sich gehört in einer progressiven und breiten Gesellschaft, die darauf schaut, dass jeder und jede seine Chance bekommt. Ja, mhm. Deshalb möchte ich das vielleicht dabei gesagt haben. Dieses Thema Kindergrundsicherung ist in den Grundfesten der Grünen Partei verankert. Und deshalb ist es richtig, da hart in die Debatte zu gehen. Es ist nur immer die Frage der Art und Weise und ob es dann so klug ist, das auf diese Art Brechstangenmechanismus zu machen, wie die FDP es jetzt häufig in dieser Koalition versucht hat. Oder ob die Grüne Partei da nicht oder die Grünen in der Koalition da nicht einen anderen Weg haben, solche Dinge langfristig umzusetzen. So, aber ne, das wollte ich nur noch dabei gesagt haben, dass es nicht darum geht, ob ich jetzt gegen diese Kindergrundsicherung bin. Nein, niemand. Oder so, ne, das bin ich auf keinen Fall. Es ist nur immer die Frage der Art und Weise, wie man es dann umsetzen möchte und wie man solche Themen dann einbringt und wo man blockiert, die mich zumindest etwas verdutzt stehen lassen haben. Ja, genau. Aber und mich ja auch. Ich hätte mir da mehr Geschlossenheit gewünscht hinter der Ministerin. aber naja. Und ich glaube, du hast aber was ganz, ganz Richtiges angesprochen, lieber Malte. Wie immer. Kann man jetzt was denn solcher jetzt? Meinung und jetzt, solcher Meinung sein, wie immer. Ne? Aber, erzähl mal weiter. Das strategische Machtzentrum ist in der Partei und in dieser Koalition so klar nicht immer erkennbar. Mhm. Ich habe dazu eine Haltung und eine Meinung, wo dieses Machtzentrum liegt. Meiner Meinung nach liegt es im Endeffekt beim Vizekanzler, der ganz klar diese Regierung mitträgt und große Themen in dieser Regierung umsetzt. Ja? Deshalb, ich glaube, es gibt eigentlich dieses strategische Machtzentrum. Es ist nur immer die Frage, sehen das alle so? Erstens. Und zweitens, wie geht man dann mit diesem strategischen Machtzentrum um, wenn in einer Partei, wo ja die Doppelspitze auch richtigerweise sehr, sehr gelebt wird, dann jemand im Koalitionsausschuss und in Verhandlungen mit vielleicht auch der Dreierspitze dieser Koalition, die ja Christian Lindner für die FDP, Robert Habeck für uns und Olaf Scholz für die SPD bilden, die ja auch Dinge vorverhandeln und rausverhandeln, wo es dann mal kracht und eng wird. Wenn diese Dreierspitze eben etwas entscheidet, was vielleicht nicht unbedingt Grün-Kernthema ist, ob sich dann auch noch Menschen dahinter versammeln und das anerkennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, da sind wir als Partei noch nicht immer so weit, dass wir da ein gemeinsames Bild von haben, was das strategische Machtzentrum dann am Ende ist. Ich könnte mir vorstellen, wir beide haben das vielleicht auch so in der Form nicht. Aber es ist eine Frage von, wer übernimmt am Ende Führung in dieser schwierigen Koalition, die es unbenommen ist. Und wie gehen dann
wie geht eine partizipative oder Menschen, die aus einer partizipativen Partei kommen, dann mit so einem strategischen Machtzentrum um und wie kann das gelingen, dass trotzdem alle das dann mittragen oder dass andere mit abgeholt werden bei solchen Entscheidungen. Und ich glaube, da haben wir noch einen Weg zu gehen. Ja, schon. Führung ist ja immer so eine Frage der Umsetzung und der Führungskultur. Mhm, genau. Also Basta-Führung schwierig. Ja. Und Führung braucht auch erstmal das Vertrauen, dass man jemanden praktisch eine Entscheidungsgewalt in die Hände legt, auch was die eigenen Themen betrifft. Die er dann mitnimmt und dass er auch glaubwürdig vertreten kann, okay, ich handle jetzt nicht nur mein Zeugs aus, sondern auch das, was im sozialen Bereich beispielsweise ist. Will ich jetzt nicht beurteilen, ob das stattfindet, aber offensichtlich funktioniert das so nicht. Mhm. Vielleicht ist das strategische Zentrum auch woanders. Man weiß es ja nicht. Wo würdest du es sehen? Bei den Bundesarbeitsgemeinschaften. Alles klar. Na, wir haben ja noch einen Parteivorstand und einen Fraktionsvorstand, die auch dabei sind. Ja. Also interessant finde ich ja, dass die Analyse im Spiegel. Ja. Dass sozusagen die Fraktion und auch das Problem darin geprägt ist, dass man sich entscheiden muss, ist man jetzt Team Robert oder Team Annalena wegen der nächsten Spitzenkandidatur. Mhm. Ich habe ja mit ein paar Leuten aus der Bundestagsfraktion gesprochen, ob das jetzt so eine offizielle Struktur ist, Team Robert, Team Annalena. Niemand von denen hat jemals davon gehört. Nee, selbst also das ist übrigens auch bei der Kommunikation ganz interessant, dass von außen manchmal so Konflikte aufgedrängt werden, die dann da mitkommen. Aber ja. Trotzdem ist natürlich bei der bedeutet das auch für die anderen Ministerien, dass sie da ein Stück weit so viel Vertrauen haben, dass sie da auch was an Kontrolle abgeben. Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das stattfindet. Aber ich glaube, man muss sich, wenn es um strategische Fragen geht, ist ja nicht nur die Frage, ob es da eine Person ist, die Dinge entscheidet oder eine Sechserrunde, sondern dass man sich dann auf nicht nur auf Inhalte festlegt, sondern auf einen Fahrplan und auf einen Verhandlungsmodus. Richtig. Da gibt es ja schon die Frage, geht man schon mit einem kleinen Kompromiss rein, geht man mit Maximalforderungen rein und versucht so dann den Kompromiss weiter hochzuziehen. Also gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansichten darüber. Also es ist ja auch in anderen Bereichen so, dass Leute da unterschiedlich rangehen. Und wenn da so verschiedene Kulturen des Verhandelns sind, ist natürlich dann auch immer, gibt es Vorbehalte dann. Bei der Frage, wer macht das? Das gilt für kommunale Fraktionen ja auch so. Total. Wo es, glaube ich, auch Vorbehalte gibt, ist, ob du jetzt meine Frage beantwortet hast oder nicht. Ich glaube persönlich nicht. Aber noch mal? Nö, ich wiederhole sie nochmal bitte. Strategisches Machtzentrum, glaubst du, das liegt woanders? Ich glaube, das ist keine natürliche Frage. Also Olaf Scholz ist der Bundeskanzler. Und da ist das der Regierungschef natürlich. Man merkt, dass du Politiker bist. Okay. Genau. Du möchtest diese Frage nicht beantworten, dann sag das doch vielleicht einfach in einem Satz. Lass uns vielleicht draufschauen. Man muss vielleicht das Thema Machtzentrum nochmal neu definieren. Klar, strategisches Machtzentrum. Ja. Wir haben jetzt klar gemacht, was die Positionen sind und dass wir uns erhoffen, dass diese Regierung noch Vertrauen schafft in den nächsten Jahren? Ja, vor allem in die Demokratie. Richtig. Also, und das ist nämlich das Problem, dass die Leute auch jetzt in anderen demokratischen Parteien nicht unbedingt die Alternative sehen und langsam immer mehr Menschen mit dem System an sich hadern und ein anderer autoritäreres autoritäre Regierungsformen möchten. Demokratiefeindliche Regierung. Ja, und da muss man auch sagen, also einige Debatten hätten wir uns auch sparen können. Beispielsweise, das ist ja mittlerweile schon einige vergessen, also als die Frage der Versorgung mit Gas im Raum stand und die Frage war, ob zusätzlich zu den höheren Preisen noch eine Gasumlage reinkommt, die es am Ende gar nicht gab, sondern stattdessen gab es eine Gaspreisbremse. Das ist dann natürlich ganz viel Verunsicherung hervorgerufen. Leute, die gerade aus der Pandemie rauskommen, die Verlustängste haben und dass das bei Menschen natürlich auch dazu führt, dass sie irgendwann sagen, ja,
irgendwie, ich vertraue euch nicht mehr, das kann ich verstehen. Ja, und du sagst es gerade schon richtigerweise, da müssen sich alle demokratischen Parteien an die eigene Nase fassen und sagen, schaffe ich gerade als Partei mehr Vertrauen in die Demokratie oder bin ich vielleicht auch Part des Problems? Ja. Von verschiedenen Seiten. Von verschiedenen Seiten. So, und vielleicht ist das nochmal ein Thema, worüber man auch eine extra Folge machen kann, denn die Demokratie bröckelt oder sie bröckelt in einigen Teilen nicht mehr, sondern die sogenannte Brandmauer, wie sie ja von jedem beschrien wird, von Medien, von Parteien, die bröckelt nicht nur, sondern die ist mittlerweile gut eingerissen. Ich glaube, so kann man es sagen. In Thüringen gab es jetzt wieder einen Vorfall, den der das auch sehr, sehr klar gezeigt hat, nämlich. Also es gab, das wurde ja länger vordiskutiert in Thüringen von der CDU, ein Vorhaben, was vorher auch schon die AfD hatte, nämlich, dass man die Grunderwerbsteuer senkt. Ja, und witzigerweise, wenn man den Fraktionsvorsitzenden der CDU hört, dass es ihm darauf ankommt, dass die Leute am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche haben. Ich weiß jetzt nicht, was die Grunderwerbsteuer bei dem Durchschnittsbürger da bringt. Das ist natürlich für die Immobilienbranche ganz gut. So, die CDU hat es dann eingebracht und standen dann gemeinsam mit FDP und AfD, mit denen sie dann eine Mehrheit haben, zusammen und haben es beschlossen. Es gibt wird noch eine verfassungsrechtliche Überprüfung des Inhaltes dieser Steuersenkung geben, weil es da wohl Bedenken gibt von der Regierung. Aber es ist in der CDU auch eine interessante Diskussion, die man bei Twitter auch verfolgen kann bei einigen. Die Mehrheit, auch gerade im Bundesvorstand, sagt, was sollen wir denn tun? Natürlich bringen wir unsere Anträge ein. Wir können ja nicht wissen, wer dem dann zustimmt. Und angeblich hat es auch keine Gespräche gegeben. Es gibt andere in Thüringen, auch aus der Staatskanzlei, die sagen, es hat Gespräche gegeben. Es gibt konstant Gespräche zwischen Leuten aus beiden Fraktionen. Kann man jetzt nicht wissen von außen, aber die Frage ist halt, ob man sich immer so dumm stellen kann und sagen kann, ja, ich bringe jetzt mal mein Ding ein, wenn die AfD dem zustimmt und ich kriege dadurch eine Mehrheit, dann ist das halt so. Oder ob man durchaus beabsichtigt, mit denen eine Mehrheit zustande zu bringen. Es gibt dann so einen Gegenpost, dass bei anderen kleineren Abstimmungen schon mal die AfD der Regierung zugestimmt hat, aber zu keinem Moment, weil damals hat sich die FDP selbst enthalten, es waren nicht alle von der CDU da, hatte R2G nie eine Mehrheit, nur wegen der AfD. Und das ist der Unterschied, dass man da ein Gesetz durchbringt, weil die AfD, und man gibt dadurch der AfD bei einer sehr populistischen Geschichte, nämlich Steuersenkung. Den Leuten ist ja dann egal, was sie davon, ob sie selbst was davon haben. Steuersenkung klingt erstmal gut. Gibt man denen ja eine Mitentscheidungsmacht und mit den Argumenten, man kann ja nicht wissen, wer dem dann zustimmt, könnte man ja auch theoretisch sagen, lasst uns doch mal eine Minderheitsregierung mit der FDP machen. Wir wissen ja nicht am Ende, wer den Ministerpräsidenten mitwählt. Also das sind Argumente, die von Leuten aus der CDU selbst kommen, die sagen, dass dieser Vorgang nicht geht. Da ist eine unterschiedliche Position dazu, ob dieser Vorgang schon praktisch ein Überwinden der Brandmauer ist oder ob das noch im okayen Bereich ist. Ich möchte zwei oder drei Dinge dazu noch beitragen. Ja. Das erste ist, Thüringen ist ja nicht das erste Mal in Presse gelandet wegen, ich sage mal, dubiosen oder Demokratie, also wegen schwierigen Abstimmungsverhalten, wo man sagen kann, wo man sich darüber austauschen kann, ist es jetzt der Einriss der Brandmauer oder nicht, sondern das gab es ja schon mal, so dass die CDU Thüringen sich da nicht ganz so astrein klar positioniert hat und damals schon gesagt hat, können wir ja leider nicht wissen. Und darüber ist eine Bundesvorsitzende der CDU gestürzt. Darüber, das wollte ich nämlich sagen, ist Annegret Kramp-Karrenbauer damals gestürzt. Und mich verwundert es dann doch sehr, das möchte ich vielleicht zum ersten Part sagen, dass der aktuelle Bundesvorsitzende Friedrich Merz da so leicht durchkommt, da nicht einzuschreiten, sondern im Gegenteil noch zu sagen, ja, können wir ja nicht wissen, wer damit stimmt. So, ne, das ist das Erste, wo ich sage, also, das muss sich so eine Partei erstmal erlauben. Ja.
Der zweite Part ist, ich bin heilfroh, dass es sehr, sehr klare Stimmen aus NRW dazu gab, von CDU-Seiten, die sehr, sehr klar zu dem Thema AfD, zum Thema Kooperation, wie auch immer, gleiches Abstimmungsverhalten, sehr, sehr klare Linien gezogen haben, aus Schleswig-Holstein ebenso, dass es da in der CDU noch diese Menschen gibt, die da eine klare Trennungslinie sehen und klar sind in der Beurteilung solcher politischen Manöver. Und das Dritte ist, und das ist vielleicht außergewöhnlich für einen Grünen, ich glaube, wir brauchen diese Partei, die CDU, auf den Grundfesten unserer Verfassung und in der Demokratie. Wir brauchen eine konservative Partei, weil es konservative Menschen in unserer Gesellschaft gibt. Und ich kann nur dazu aufrufen, dass die konservativen Parteien, die wir ja haben in Deutschland, nicht den gleichen Weg gehen wie beispielsweise in Österreich oder in den USA, sich nämlich den rechten und rechtsextremen Anbietern, weil das am Ende dazu führt, dass erstens diese Parteien kaputt gehen, zweitens die Demokratie darunter kaputt geht und sie etwas salonfähig machen, was sich in einem demokratischen Staat nicht gehört. Menschenfeindlichkeit hat in der Demokratie nichts zu suchen und deshalb kann ich nur hoffen, dass die CDU, die CSU diese Warnsignale hört und endlich klar macht, wir sind vielleicht populistisch in der Opposition und wir sind gerade in der Opposition und können vielleicht anders durch verschiedene Themen herumgeistern, aber wir stehen klar für die Demokratie ein und wir stehen vor allen Dingen für die Demokratie ein gegen die Feinde der Demokratie und die sitzen nun mal gerade rechts außen und das bleibt die Hoffnung, die ich habe, dass das so langsam wieder in diese Partei zurückkommt, dass dieses Verhalten, was da gerade an den Tag gelegt wird, eben nicht gut ist für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft. Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und aber es ist halt die Frage, also was mich irritiert hat, also dass der Günther, also aus Schleswig-Holstein, der Ministerpräsident, hat den Rüffel dafür bekommen, wurde auch gesagt, wir brauchen jetzt keine Demokratie-Nachhilfe aus dem Norden. Der Vorsitzende der Grundsatzprogrammskommission und CDU hat durchaus die Möglichkeit einer Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Aber man muss mal grundsätzlich fragen, wenn das mit den Umfragen jetzt so bleibt und im nächsten Jahr gibt es in Osten einige Wahlen, auch in Thüringen, wo in den Umfragen aktuell die AfD stärkste Partei ist. Und allein bei der Frage, wenn die AfD insgesamt über ein Drittel der Stimmen bekommt und man beispielsweise so eine Landesverfassung oder das Grundgesetz irgendwann gar nicht mehr ändern könnte, ohne mit denen zusammenzuarbeiten, stößt das durchaus an gewisse Hürden, mit denen man umgehen können muss. Und du hast komplett recht. Also das ist auch das Ziel der AfD, die Union zu zerstören. Das ist ja nicht, dass sie sagen, das ist jetzt unsere Freunde. Die freuen sich über Kooperation, weil so machen sie kaputt. Das ist der Spitzenkandidat für die Europawahl der AfD, ja, der ein mentaler Freund der Taliban ist, weil er sich ja darüber gefreut hat, dass zur Pride Week die Taliban in Kabul eingefallen sind und den Leuten an den Kragen ging. Der hat ja ganz offen gesagt, ja, unser Ziel ist die Zerstörung der Union. Und wer sich darauf einlässt bei denen, der muss wissen, mit wem er sich da auseinandersetzt. Wollen wir das als positives Schlusswort reinbringen, oder? Die Hoffnung vielleicht als positives Schlusswort rein. Nicht die Zerstörung der Ziele. Danke. Danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Mhm. Schön, dass ihr die erste Folge mit uns verbracht habt. Ja. Wir freuen uns auf noch ganz, ganz viele weitere Folgen in dieser vierten Staffel. Hoffen wir, dass die dann mal pünktlich kommen. So, toi, toi, toi. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie du gerade gesagt hast. Und wünschen euch jetzt noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Macht's gut und bis bald. Genießt auf jeden Fall noch sonnige Tage, die dann noch kommen mögen. Tschüss. Thank you.
金のかんざしを片手に2000ドルで売り飛ばされた女王のもとに走る。そんな俺の横で眠るのは妹の親友ロス。